wunderschönen, sonnigen guten Morgen hier aus Bad Waltersdorf. Genauer genommen bin ich beim Weingut Glatz in Wagerberg. Das war früher mal ein Buschenschank. Heute ist es ein Weingut mit sehr bekannten Weinen in der Region. Hier findet jährlich eine kleine, aber feine Osterausstellung statt. Und genau darüber will ich euch heute berichten. Gehen wir's an. Neulich legte er die Eier. Ja, herzlich willkommen bei unserem Weingut. Ich bin Christopher Glatz. Wir sind einer von den zwei Söhnen hier. Ja, unser Weingut hier in der Oststeiermark in Bad Waltersdorf baut auf 20 Hektar Weingärten, die hier in der Region liegen. Mit den Toplagen Bernerberg, Sonntagsberg sind wir hier stark regional verwurzelt. Ja, Kunsthandwerk vom Ei bis hin zum Stoffdruck, was halt früher altertümlich Tradition war, bis zu den gelochten Eiern. Also alles, was das Herz begehrt, von Kunsthandwerk zu Ostern. Uns speziell ist wichtig, dass die Tradition hier bewahrt bleibt, wie zu Weihnachten als zu Ostern eben. Und dass die Künstler, die hier wirklich Arbeit leisten und altertümliche Arbeiten leisten, bei uns repräsentiert wird und an den Tourismusgast oder an den Gästen, die uns besuchen, verkauft wird. Auf seinen Kopf stupst der Kleine. Ja, unser klassischer Zweigelt zeigt sich eigentlich am einfachsten mit seinem samtig weichen Körper und sehr fruchtigen Tönen Richtung Kirsche, Richtung leichte marmelarisierte Noten. Ja, die Fruchtigkeit steht natürlich hier im Vordergrund und ist eigentlich ein universeller Speisebegleiter dazu. Man findet uns natürlich auf unserer Homepage unter www.glatz-wein.at oder wenn man nach Bad Waltersdorf kommt, zur Heiltherme, an Heiltherme ca. 1,5 Kilometer immer links halten. So, jetzt habe ich mit dem Christopher das Weingut Glatz besucht. Ich bin begeistert davon, über die Vielfalt, was hier an Weinen geboten wird, über die Qualität. Die Ostausstellung haben wir auch besucht und jetzt lassen wir uns einmal richtig gut gehen. In der Nudel, da bin ich Christoph, ich danke dir. Prost. Danke fürs Kommen.